Und ein herzliches Willkommen zurück zu Football Tactics mit Exo 23. Und hier habe ich euch zurückgelassen. Wir haben ja gegen Neumünster 2:0 gewonnen. Wir haben eigentlich auch ganz gut gespielt. Das war nochmal die Tabelle. Wir sind leider noch nicht Erster. Neumünster ist abgestiegen, sogar nochmal einen Platz. Und wir werden jetzt mal auf Fortfahren drücken und dann geht es erstmal weiter. So, wir gucken nochmal ganz kurz bei den Transfers nach. Ist immer wichtig, weil genau hier steht nämlich neu. Und neu bedeutet, dass es eben neue Spieler, die dazugekommen sind. Ist wichtig, dass ihr auch mal ab und zu wieder nochmal nachguckt. So, der 28-Jährige wäre gar nicht mal so schlecht. Genauigkeit ist total am Arsch. Ist nicht so gut. 24, 11, 17. Der ist natürlich ein Jahr älter. Das ist nicht gut. 28, 27. Das würde mich noch interessieren, aber die Werte sind nicht gut. Aber Genauigkeit. Das, ich weiß nicht, worauf der sich spezialisieren möchte, aber ganz sicher nicht auf Fußball. Stufe 1. Das wäre ein Spieler, den man... Ach, mit Level 27, wenn es ein 16-Jähriger wäre, dann würde ich den vielleicht nehmen, aber sonst nicht. Also, gehen wir mal weiter. Das ist nichts Interessantes und wir gehen mal weiter zu Goslar. Goslar war, glaube ich, eine Stufe, einen Platz unter uns. Genau, Goslar ist Dritter. Also, Zweiter gegen den Dritten. Wir haben zwar einen haufenweise Punkte mehr, aber wir haben eine E-Mail. Genau, da wird das erklärt mit Ruhm, das ist das kleine rote Fähnchen, ne? Und wir haben ja gerade eben gesehen, was wir damit machen können, und bis in der letzten Folge haben wir gesehen, Geld brauchen wir nicht erklären, was Geld ist, Fans ist natürlich immer ganz wichtig, umso Fans wir in das Stadion locken, umso mehr Geld bekommen wir am Ende des Spiels. Ist alles erklärt, also gesehen, wenn ihr das alles lesen möchtet, habe ich in allen anderen Folgen auch schon erklärt. Die Demo ist free, die könnt ihr runterladen. Es gibt endlich mal wieder eine Demo, Leute. So selten, dass es Demos gibt. Man muss ja schon heutzutage Vollpreis für Demos bezahlen. Okay, wir werden jetzt mal gegen Goslar antreten. Wir werden aber erstmal gucken, wie die aufgestellt sind. Die haben ein ganz komisches Mittelfeld, ihr seht das. Die haben die ganze rechte Seite ist komplett frei. Okay, aber ein ganz komischer Sturm. Okay. Unsere Stürmer lasse ich so. Hier ist gefährlich. Wir lassen die Aufstellung, die wir haben, die ist perfekt gerade. Die ist perfekt. Ich habe nur so ein bisschen Angst für... Ich werde den hier mal umstellen. So. Und werde den mal so ein bisschen zurückziehen. Oder wir lassen den so, damit wir vielleicht noch eine freie Bahn haben. Okay, können wir eigentlich so lassen. Ziehen uns jetzt ins Spiel und drücken auf Spielen. Das ist übrigens einfach mal gesehen, ich habe Sponsor auf dem Trikot. Ich weiß nicht mehr, was das für ein Sponsor ist. Das ist übrigens unsere Fankurve hier. Toll, nicht? Hier mit Würstchen in der Hand und Bierchen. Wir werden nämlich jetzt das wieder ausnutzen, was wir letztes Mal gemacht haben. Mit unserem neuen Superstar. Finde ich voll gut. Und jetzt versuchen wir mal mit Gewaltstoß, nämlich mit Präzision. Und das erste Tor ist drin. Wie gesagt, Leute, so einfach ist das nicht immer. Wir haben natürlich jetzt hier Amateurliga, also wir bilden uns hier nichts drauf ein. Ich habe mir mal ein paar Kommentare durchgelesen und Rezeption, und die sagen natürlich alle, das ist ein super Spiel, aber ist natürlich dann irgendwann richtig bockschwer, weil wenn ihr in der Liga seid, eine Liga über dieser hier, dann wird es schon wieder richtig hart. Da muss man echt aufpassen. Okay, Verteidigung hat der nur noch 10. Der hat einen Minusbonus bekommen. Das müssen wir uns... Den werden wir jetzt mal den Ball wegluxen, dem Typen. Und werden den... das ist hier gefährlich. Ich würde lieber hier rüber gehen. Aber wir sind zu weit weg. Wir versuchen es trotzdem. Okay, hat nicht geklappt. Macht nichts. Wir werden den Typen jetzt nehmen. Und versuchen mit Glück, dass wir keinen Foul bekommen. Hat es nicht geschafft. Und jetzt müsste der laufen. Und hat seine ganzen Punkte damit verbraucht. Hoffentlich macht er keinen Foul. Okay. Foul ist immer ganz, ganz, ganz böse. Da könnte nämlich auch was passieren, dass mein Spieler ausfällt für längere Zeit. So. Verteidigung. Nimm den Ball mal wieder weg. Hat nicht geklappt. Und dann werden wir den Ball jetzt nicht zurückholen. Nicht gut. Der wird natürlich jetzt hierhin passen. Oder in die Mitte. Und der wird ihn halten. Oh, jetzt haben wir natürlich hier ein ganzes Loch drin.
müssen gucken. Gucken, dass wir den Ball jetzt so schnell wie möglich wieder rausbekommen aus unserer Ecke hier. Er hat den Ball abgenommen. Nein. Okay. Jetzt habe ich meinen Zug natürlich damit wieder verspielt. Der kann mich von allen Seiten angreifen. Das hat er natürlich jetzt auch gemacht. Mal gucken, was er macht. Mist. Gut, Halbzeit war gut. 1-0 steht es für uns. Der Gegner war aber für mein Gefühl ein Stückchen besser. Wir haben den Ball nicht wegbekommen von ihm. Und das müssen wir ändern. Perfekt. Okay, der hat einfach den Zug abgegeben. Wir werden jetzt nochmal den gleichen Pass machen. Solange der Gegner diese Aktion hier, yes, diese Aktion nicht stoppen kann oder stoppen möchte. Ich habe gerade übrigens eine Errungenschaft bei Steam bekommen, präziser Sturm, weil ich so viele Tore schieße, glaube ich, mit einem Spieler. Und das ist eine tolle Sache. Ihr kriegt auch Karten von bei Steam, wenn ihr Kartensammler seid. Oh, das war Glück. Hoffentlich kriegt ihr den Ball nicht weggenommen. Jetzt wird es gefährlich und hoffentlich kann mein Torwart den Ball halten. Ah, der kann nichts mehr tun. Jetzt müssen wir aufpassen. Ich könnte mit ihm diese Position wieder einnehmen. Aber der steht mit dem Rücken zu meinem Spieler. Das bedeutet, wenn ich jetzt angreife, dann mache ich einen Angriff von hinten. Und das würde dann ziemlich böse sein. Wenn ich mit dem hier angreife, dann mache ich das Loch frei für diese zwei Typen. Deswegen greife ich hier unten, ist keiner mehr. Und dann greife ich den jetzt mal an und versuche den Ball wegzunehmen. Und versuche den Ball so schnell wie möglich wegzubekommen. Super. Und perfekt. Besser geht's nicht. Wir haben den Ball jetzt wieder aus unserem... Ah, nein. Nichts Gravierendes. Jetzt werden wir gleich erklärt bekommen, was wir machen müssen. Genau. Zeit für einen Freistoß. Entweder geben Sie einen satten Schuss ab oder passen Sie zu den besser positionierten Spieler. Der kann sofort abziehen. Der dann sofort abziehen kann. Zieh einen Spieler, bla 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 bla, auf diese Position. So, wir werden natürlich jetzt einen mit einem dicken Bums nehmen. Den hier. Sie können einen zweiten und weiteren Spieler beliebig auf dem Feld positionieren. Wenn Sie mit allen zufrieden sind, können Sie den Rest Ihres Zuges überspringen. Also, wir machen natürlich jetzt, wir können einen Spieler jetzt noch irgendwo positionieren, den ich anspielen möchte. Könnt ihr jetzt zum Beispiel den jetzt hier nach vorne nehmen. Könnt ihr jetzt den hier... Okay, ich muss jetzt Zug beenden. Okay. Dann nur alle Positionen positioniert sind, müssen sie sich entscheiden. Sie können direkt aufs Tor schießen oder einen Pass abgeben. Also ich habe den natürlich jetzt hier positioniert, weil ich einen Pass abgeben möchte. Ich könnte... Ihr seht, die... Das Genauigkeitsattribut wird automatisch erhöht, weil er jetzt natürlich mehr Zeit hat, auf das Tor zu schießen. So. Ich könnte jetzt passen und der schießt. Der ist am zu 11, sagen wir 11%, zu 11 Punkten schaffe ich das, den Ball da hinzubringen. Der ist natürlich ein ganzes Stückchen flinker. Wir versuchen das mal. Mist, verdammt. Okay, hätten wir doch, glaube ich, drauf schießen sollen. War keine gute Aktion. Wir versuchen den Ball jetzt noch wegzunehmen. Haben wir geschafft. Wir müssen den Ball jetzt irgendwie hier halten. Okay, die versuchen wieder von hinten anzufangen. Wir gehen natürlich nach vorne und versuchen mit dem Spieler den Ball abzuluxen und der kann das Tor jetzt schießen. Yes! 3-0 gegen, wie heißt das, Goslar? Und damit können wir uns den Sieg nicht mehr nehmen. Wir sind ja schon fast
beim Ende. Und damit können wir dann auch mal wieder einen dicken Satz von Ruhmpunkte einspielen. So, der ist ganz gut drauf, der hier, der Michael. Wir werden weiter über den Patreon gehen. Wir sitzen über Patreon. Peratona. So, sorry, ich bin da irgendwie mit dem Namen da nicht so wirklich so zufrieden. Und noch ein Tor. 4:0 in der Nachspielzeit. Und damit ist Spiel Ende. Und damit haben wir das Ding hier gegessen. Okay, wir brauchen jetzt nicht mehr nicht gucken. Wir haben wirklich waren viel besser. 4 Schüsse, 4 Tore. Perfekt. Unser neuer Stürmer ist einfach der beste Mann auf dem Platz. Dafür kriegt er natürlich auch den Bonuspunkte. Genau. Den Ullen muss ich mal wieder reinholen. Der ist doch eigentlich unser bester Mann immer auf dem Platz gewesen. So. Das ist natürlich eine dumme Sache, wenn ich den immer rauslasse. Wir gucken, da gibt es natürlich für die hier keine Punkte, weil die nichts getan haben. Finde ich leider ein bisschen schade, weil die trainieren ja mit. Die spielen zwar nicht, aber die trainieren ja mit. Aber irgendwie weiß ich nicht, ob die Punkte bekommen. Das muss ich mal irgendwie gucken, ob da irgendwie trotzdem Fortschritt kommt. Ihr seht, der Michael, der ist natürlich ein ganzes Stückchen nach vorne gesprungen. Dem brauchen wir gar nicht zu reden, weil der ist ja echt top. Was ist ein SPS? Weiß ich gerade nicht. Spielerstufe oder was? Nee, Spielerstufe kann das ja nicht sein. Das wäre das hier. Ich weiß es gerade nicht. Ticketverkäufe 305, Spiel 30, Sieg 55, das haben wir nicht. Tordifferenz 9. Das ist super, guckt euch das mal an. Da können wir jetzt gleich mal wieder 6 Fans dazu bekommen. Ist eine ganz tolle Sache. So können wir unser Stadion langsam Stück für Stück füllen. Wir haben ja nur 100 Plätze frei, aber wir haben ja noch keine 100 Fans. Ihr seht da oben, 67. Wir müssten langsam schon wirklich dran denken, mal vielleicht das Stadion umzubauen. So, Amateurliga, wir gucken, wir sind noch nicht Erster, ey. Warum nicht? Die haben wirklich noch 2 Tore mehr geschossen. Ehrlich. Ach, das ist echt. Neumünster war das doch, oder? Ne, Münster FC. Die haben auch 4-0 getroffen. Oh, das wird eine harte Mannschaft. Münster, wir kennen ja, vielleicht kennt ihr die Münster-Mannschaft ja, ist ja jetzt nicht so schlecht. Werden wir schon sehen. Wir gucken nochmal auf den Transfermarkt. Da ist, oh, ein neuer Stürmer dazu bekommen. Oh, genau, ich kann 32. 29 Jahre wäre gar nicht so warum ist denn der so, kostet der nichts? Kontrolle, ganz, ganz schlecht. Aber der Schuss ist echt brutal, ne? Egal, wir haben jetzt unseren jungen Burschen. Und wir gehen jetzt erstmal weiter. So, wir spielen gegen Norderstedt. Wir müssen natürlich erstmal unsere E-Mails abchecken. Genau, das ist das Blablabla. Bla, bla. Der Berater sagt natürlich, wir sollen auch ab und zu mal im Transfermarkt nachzugucken. Das ist sehr, sehr gut. Interesse anderer Vereine, das kommt noch später. Das wird jetzt hier, glaube ich, in diesem, sagen wir mal, Tutorial wird das nicht kommen. So, was ist das? Hitze. Okay, das ist wieder das Gleiche. Die nette Dame sagt, es ist ziemlich heiß. Wir machen jetzt Folgendes. Wir müssen unser Ulne, der Typ ist hier heiß, den würde ich gerne mal wieder ins Spiel bringen. Kann man irgendwie mal gucken, was der für ein Alter hat? Da. Alter. Der 27-Jährige, genau. Das ist total scheiße, wenn nämlich hier die 32-jährigen Säcke hier rumgammeln. Das möchte ich gar nicht. Das ist ein Strafraumspieler, das seht ihr. Der hat dieses kleine Quadrat. Deswegen gucken wir mal, wo kommen wir? Ulne, dein Dombrecht, das ist natürlich der unser Stärkste. Trotzdem werde ich den mal hier rausholen. Weil der ist jünger und wir setzen auf junge Spieler. Wir haben sonst nur alte Säcke jetzt hier. Der Torwart ist bei uns 31, aber ihr kennt ja, ne? Gigi Buffon. Der ist 41 jetzt und sitzt immer noch im Tor. Bei Juventus Turin, also wa? Wir wollen da nichts sagen. 27, das sind unsere jungen Spieler, da müssen wir echt drauf
bauen. Der andere, den wir, den Superstar-Stürmer, den wir eben noch gesehen haben, der ist zwar gut gewesen, aber der ist mir zu alt. Ich bleibe lieber bei 27 Jahren. War der nicht eben auch 27? Ist er schon ein Jahr gealtert oder alter, gealtert? Okay. Wir müssen noch kurz gucken. Oh. Alter Verwalter, was ist denn das für eine Verteidigung, ey? Den setzen wir wieder zurück. Und das brauchen wir eigentlich gar nicht. Wir machen jetzt mal Folgendes. Wir haben da nur zwei Stürmer. Wir bleiben bei der Verteidigung. Wir haben zwar zwei Stürmer, wir könnten jetzt eigentlich noch mal einen Mittelfeldspieler dazu bringen. So haben wir dann mehr Lücken zu passen. Könnten wir eigentlich machen? Mache ich jetzt auch mal. Ich werde den mal austauschen gegen. Gucken. Pässe 21. Tja, ich muss ganz ehrlich sagen, wir haben nicht so tolle Mittelfeldstars, ne? Nehme ich den trotzdem mal auf den hier. Und dann machen wir erstmal so. Ne, so. So haben wir nämlich. Oder wir machen den so. Wir machen den so nach vorne. Hat der eigentlich eine, vielleicht einen guten Schuss? Kann der gut schießen vielleicht? Genauigkeit? Nee. Was hat denn der Genauigkeit? 16. Was hat der Genauigkeit? Ja. Wir lassen es einfach mal dabei. Der soll uns dann eben die Pässe geben. Haben wir denn vielleicht einen, der einen speziellen Pass machen kann in die. Ah, das ist es doch. Pass in den Raum. Ah, das ist genau das, was ich gesucht habe. Das ist eine tolle Sache. Das werden wir uns gleich mal zu Nutzen machen. Werdet ihr jetzt gleich mal sehen. Wir gehen mal zurück und werden mal ins Spiel eintauchen. Wir haben ein gutes Mittelfeld. Der Michael ist echt gut. Michael. Michael. Ich denke mal, der heißt Michael. 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 So, wir spielen nämlich mal auf den hier. Und der hat nämlich die Fähigkeit in den freien Raum spielen. Seht ihr das? Ich habe jetzt den Spieler angeklickt, den ich jetzt gerade anspielen möchte. Der spielt ihn aber nicht dorthin. Sondern spielt auf den freien Raum hier vorne. Jetzt klicke ich in den freien Raum und dann nochmal drauf. Er läuft in den freien Raum und kriegt den Ball dorthin gespielt. Und jetzt kann ich nämlich dort einen Schritt gehen und komme automatisch nach innen. So, das Problem ist, ich will ihn dort halten. Gut, einmal habe ich es geschafft. Das zweite Mal leider nicht, aber wir stehen dafür jetzt ganz gut positioniert. Er muss natürlich jetzt über die Außenbahn. Muss natürlich jetzt hier den Typen hier, den Altana, anspielen. Ah, der hat schon aufgegeben. Okay, der will den Ball halten. Wir werden natürlich jetzt einen Schritt nach vorne gehen. Und werden uns den Ball wieder abluchsen. Wunderbar. Und werden jetzt, ihr seht hier, diese Positionen sind frei. Und der Pera, der ist an der Position, wo ich schießen kann. Dann gebe ich jetzt hier wieder ein Pass auf ihn, aber wieder in den freien Lauf. Das heißt, wir sind ein Feld nach vorne. Ich könnte überall, wo die gelb, wo die grünen Felder sind, kann ich jetzt einen Pass abgeben. Wir geben den Pass an. Drücken drauf. Der Pass kommt. Und wir können jetzt auch. Ah nein, wir haben einmal eine Aktion zu viel gemacht. Mist. Da habe ich mich gerade eben vertaktikt. Shit. Okay, dann machen wir es eben so. Yes. Ich hatte gerade eben gedacht, ich hätte noch einen Spielzug frei, habe ich nicht darauf geachtet, dass wir keinen Spielzug mehr hatten dadurch. Aber sonst war die Idee ganz gut. Unser Abwehrspiel ist einfach super. Oh nein, ich wollte die Position tauschen, egal. Ich wollte
wollte gar nicht die Position tauschen, wollte ihn eigentlich anspielen. Der ist gut. Wir müssen, das ist unser Spiel, Playmaker, unser Spielmacher, und das müssen wir echt, müssen wir uns zu, ich würde ihn erstmal dorthin setzen, dass ich den nachher wieder nutzen kann. So, das war jetzt hier der, wer ist der, Holzhauser, ne? Holzhauser, der soll jetzt den Ball so lange behalten. Ich weiß gar nicht, hat der überhaupt Kontrolle, überhaupt gar keine Kontrolle. Wir versuchen es trotzdem. Also sowieso Halbzeit, 1-0 führen wir, haben besser gespielt, sieht man auch, Ballbesitz weiter nach oben. Dann können wir eigentlich dann direkt loslegen. Wir können eigentlich auch gleich mal einen tauschen. Aber sonst sind wir halt eigentlich ganz gut drauf, ist keiner am Häscheln. Ist das nicht der? Kann der keinen Pass mehr machen? Doch, da war er doch. Ach Mensch, er wollte doch den Pass machen. Na egal. Okay, bis. Ja, genau. Machen wir mal die ganze Lücke hier frei. Mach kein Foul. Ganz lieb sein. Okay, andersrum. Nein! Also der hat den gefault, hat gesehen, ein rotes Kreuz. Spieler ausgewechselt, der ist verletzt. Dann wollen wir hoffen. Guck mal, das ist übrigens unsere Fans, das werden immer mehr. Seht ihr, ne? Auf dem Feld, das finde ich eine ganz, ganz tolle Sache. Oh, man kann ein Tor machen. Ja, führen ja nur 1-0. Das ist keine gute Sache hier. So, was spielt der nicht mehr? Das ist falsch. Achso, muss ich das hier anklicken? Ah ne, ich könnte eigentlich auf den freien Raum auch. Dann machen wir es so. Ne, so. So, so. So, so. Der ist müde. Und der auch. Und jetzt wollen wir hoffen, dass der Typ hier unserem Typen nicht über den Haufen rennt. So, es ist 75. Minute. Wir müssen das versuchen noch zu halten. Oh Mann, er hat schon wieder einen Foul gemacht. Kriegt hoffentlich keine rote, ey. Perfekte Sache. Schön. 83. Minute. Müssen wir genau hingucken. Der ist echt, der ist total ausgeschöpft. Rauswechseln. Machen wir mal. Auch 83. Minute können wir ein bisschen, vielleicht ein bisschen Zeit schinden. Den werden wir jetzt mal damit tauschen. Den mit dem. So. Ja, machen wir mal. Ich habe das noch nie gemacht. Spieler ausgewechselt. 85. Minute. Jeder Zug sind, glaube ich, 3 Minuten, glaube ich, war das. Perfekt. Ihr seht, 87. Minute, 89. Minute und die werden jetzt nicht mehr zum Tor kommen. Dafür brauchen sie jetzt echt. Wir machen jetzt hier nochmal zu. Und machen wir. Spiel beenden. Okay, damit haben wir 1-0 gewonnen. War jetzt nicht das beste Spiel, aber war vollkommen okay. Die Werte waren trotzdem besser als bei den Jungs. Wir haben 2 Fouls gemacht, das war echt gar nicht mal so schlecht. Die haben auch ein paar Pünktchen dazu bekommen. Sonnberg und Vodark. Hört sich ein bisschen russisch an. Holzhauser, der beste Spieler, okay. Zweitbester war Dombrecht und der Michael war auch dabei. Das ist schön, die geben wieder Punkte. Die kriegen natürlich auch ihre Pünktchen mit dazu. Ihr seht ja immer manchmal auf dem Feld, wenn die irgendwas gemacht haben, kriegen die so ein paar Pünktchen noch dazu. Und das ist eben das, warum die hier diese Punkte dazu bekommen. So, gehen wir mal weiter.
Ticketverkäufe, wir haben ja außerhalb gespielt. 0, Spiel 30, Sieg 55. Wir haben bisher noch nicht einmal verloren. Ne? Das ist toll. Tordifferenz, weil wir nur ein Tor geschossen haben von 1. 10 neue Fans dazu bekommen. Wir haben 77 schon. 85 Money Money, ein Fähnchen, 10 Fans. Supi. Besser geht's nicht. Boah, Münster ist stark. Da werden wir gleich mal voll eins auf die Fresse bekommen. Gucken. Alter, ey. Guck mal hier, ey. Das wird ein hartes Ding. Mama mia. Wir müssen das gleich noch gegen die spielen, ne? Was kommt als nächstes? Weiß ich nicht. Gut, Leute. Das war's eigentlich von heute. Wir haben ein bisschen was rumgefummelt. Wir haben, glaube ich, nichts gekauft im Transfermarkt. Ich könnte nochmal nachgucken, vielleicht, ob es da was gibt. Neu. Flash. Das ist 25, ey. Genauigkeit. Es ist aber ein Mittelfeldspieler, ihr seht das. Und der ist eigentlich gar kein Mittelfeldspieler, der ist eigentlich eher ein Stürmer. Der hat nämlich eine Ballkontrolle für den Arsch. Aber so junge Spunte sind echt toll. Was hat denn der für ein Level? Level 11 erst, also ziemlich, noch ziemlich niedrig. Es kann noch was aus dem werden. Wir werden den mal kaufen. Auch wenn das jetzt nicht vielleicht der Beste ist, aber wir werden uns erstmal mit dem. Also Genauigkeit stört mich und das Pass. Kontrolle ist nicht gut. Ich hätte eher so einen. Den könnten wir eigentlich als offensiven. Ich kaufe den trotzdem mal als offensiven Mittelfeldspieler nehmen. Gut, wir haben da was gekauft, wir haben ein bisschen gespielt, wir haben auch gewonnen. Mal wieder. Wir sind immer noch Zweiter, wir müssen ja auch gegen Münster spielen. Und damit sage ich erstmal. Das war's für heute. Wie gesagt, ihr kriegt die Demo bei Steam oder auf der Homepage. Und bei mir könnt ihr gerne mal einen Daumen hoch lassen. Ich würde mich darüber freuen. Wenn ihr diskutieren möchtet, schreibt was dazu. Wenn es euch überhaupt gefallen hat, das Spiel, schreibt mal was. Ich freue mich dann, wenn ihr mal was dazu sagt. Ist ja normalerweise bei mir auf dem Kanal ja nicht so oft üblich, dass man Strategiespiele spielt. Aber mir macht das Spaß und ich will hoffen, euch auch. Bis dann.